Darf man aber nicht vergessen, dass es bei diesen, also ich kann euch mal die schlimmen Fälle erzählen. Ich habe jetzt nur fast die guten Fälle erzählt, so einigermaßen, also die guten Fälle halt nochmal zusammengefasst. Waren halt so Momente wie Geburtstagfeier, Silvester oder wo irgendwas Witziges passiert ist, was eigentlich fast in jedem Video so ist. Ich schreibe das halt auch dann in die Videobeschreibung, schreibe ich dann, was da passiert ist und die Sekunde, Minute, damit ich dann immer drauf tippen kann und da weiß ich, ach, das war und das ist so witzig, dann muss ich jetzt nicht mal raussuchen. Oder wenn da eine Mission gespielt wurde, damit ich weiß, was war denn das damals für eine Mission, dann habe ich das auch in der Videobeschreibung, dann kann ich das immer nachsehen und dann, ach, okay, die Mission. Die haben wir damals gespielt, die gibt es ja heute nicht mehr. Das war zum Beispiel von den guten Sachen, die schreibe ich mir gerne auf. Es gibt aber wirklich Videos, die wurden emotional. Ich habe natürlich noch nicht alle Videos durchgeschaut, ich habe 2019 abgehakt. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Nachpartie hier. Was war jetzt? Also es gab auf jeden Fall so Momente, natürlich, die waren gut und scheiße halt. Und die hätte man vielleicht auch ändern können, aber man konnte es nicht mehr ändern oder man kann es halt immer rückgängig machen. Ich hätte euch ja keine Namen nennen oder sowas, aber also nicht zumindest Leute, die ich auf Schutz jetzt nicht nennen werde. Es gab Leute, die haben nach der Schule einfach dann den Kontakt auf der PlayStation abgebrochen. Wegen der anderen Person, weil man über die anderen Personen einfach was geschrieben hat, obwohl wir öfters gesagt haben, nein, wir werden jetzt über die Person jetzt nicht mehr schreiben. Da kam noch eine Antwort davon und dann war das halt Schluss. Lässt mich auch nicht rein, ne? Du bleibst einfach stur, ne? Ja. So brach man hin und wieder auch den Kontakt ab. Und dann hat man auch nach Jahren das Gespräch hin und wieder mal gesucht, aber es war eher auf neutraler Ebene. So, es hat niemand irgendwie mehr wie gesagt, niemand mehr irgendwie den Kontakt irgendwie versucht herzustellen, es war dann einfach Stille. Man könnte es wieder versuchen herzustellen, aber ich glaube, bei unserer Aktivität ist das, glaube ich, jetzt aktuell nicht mehr so der Fall. Und wenn ich halt mal so die Zeiten hatte, wo ich einfach mal nicht gespielt habe, das war damals halt die Zeit, wo der Last of Us, wo ich diese täglichen YouTube-Videos jetzt angefangen habe, die noch bis heute jetzt durchlaufen. Weil ich dann mit Share Factory gearbeitet habe damals, bei PS4 und so wie auch heute noch immer arbeite, weil es ein ziemlich gutes Programm ist. Da habe ich dann halt, ach Junge, was ist denn los heute? Hier ist so ein Verkehr, Mann. Und die da vorne wieder rumschnarchen. Ist halt ein bisschen schwer, so wieder die Wege zurückzufinden, und bei unserer Aktivität ist sowas eigentlich gar nicht so wirklich nützlich, jetzt aktiv wieder zu spielen mit anderen Leuten, mit denen man damals gespielt hat, weil jeder macht jetzt irgendwas anderes, irgendwas Berufliches oder geht noch immer Schule, was ich nicht machen würde mehr. Alter, Kollege, entscheid dich doch mal! 60 oder 70 oder 100? Mann, oh Mann. Jetzt wird er wieder 90. Das ist so ein Penner, den dränge ich hier ab.
sind jetzt jedenfalls hier erstmal angekommen. Ja, also wenn man so zum Thema hier mit Leuten wieder Kontakt aufzubauen, ist das schwer. Zumindest es kommt darauf an, wie man mit diesen Leuten den Kontakt abgebrochen hat. Wenn man ihn abgebrochen hat, zumindest. War es ein Streit, war es ein Konflikt oder war es einfach mal Real Talk, dass man einfach gesagt hat, hey, ich habe einfach keine Lust mehr, einfach so, weil einfach man keinen Bock mehr hatte auf den oder auf die Person. Kann alles sein. Und das haben wir halt auch, naja, nicht recorded teilweise. Also teilweise wurde es aufgenommen, teilweise wurde es nicht aufgenommen. Bei einer Person zum Beispiel, wo es mit einem Chat einfach mit einem Satz Schluss war, da war es dann halt. Da gab es dann kein Video dazu, das war einfach ein Chat. Der Chat besteht bis heute nicht mehr. Die Person hat alle WhatsApp-Gruppen verlassen. Ich habe, glaube ich, nicht mehr die Nummer. Oder doch, ich habe die Nummer, aber ich habe die schon jahrelang auch dann wieder entblockt. Und die Person hat mich geblockt. Aber okay. Was nehmen wir hier als nächstes? Komm, nimm mal das. Nehmen wir das. Ja, und bei manchen Leuten, da gibt es halt Videos wirklich, da gibt es haufenweise bei manchen Personen Videos drüber, wo wir Konfliktsituationen hatten. Ich weiß noch bis heute, wenn ich dieses Video, wenn ich mir diese Videos anschaue, wie diese Situation damals einfach war. Ich kann mich total in das reinversetzen. Ich verstehe bis heute. Wirklich, die manche Kritikpunkte kann ich einfach akzeptieren noch bis heute. Aber ich kann sie nicht wissen jetzt, ob diese Person ihre Meinung dazu geändert hat oder nicht. Personen, die melden sich halt 100 Jahre nachdem irgendwann wieder und möchten irgendwas wieder zu tun haben, aber du weißt, dass es nicht gut sein kann, aber du kannst das natürlich versuchen, du kannst das eingehen, aber ich bin selber so inaktiv, ich bin selber froh, wenn ich mal hier und da mal ein Video aufnehme, dass ich mir dazu die Zeit nehme. Und naja, da ist das Spielraum ein bisschen eher klein, wenn man eher unter der Woche eher mehr arbeitet und dann am Abend eher einfach nur mal seine Ruhe haben möchte. Einfach nur mal spielen möchte. Kommen wir mal zu einer anderen Geschichte. Also 2019 habe ich dann alles so wirklich, da war alles super, ne? Da hat man mit Freunden guten Kontakt gehabt. Da war einfach witzig. Ich meine, manchmal sind damals, weil wir einfach zu jung waren noch, muss man sagen, auch Sachen einfach so schnell eskaliert, wenn irgendwas nicht gepasst hat. In GTA irgendwie der eine fährt mit einem Auto rum, was eigentlich nicht so wirklich real-life-konform ist jetzt. Und dann hieß es gleich, Junge, ich kick dich gleich aus der Sitzung, wenn du nicht ein normales Auto nimmst. Und alles. Dann war dann gleich wieder so ein kleiner Streit. Dass er aber wieder gelegt hat, wo ich mir denke, manchmal, sowas kann man auch anders auch handeln, aber ich
Ich meine, das war jetzt auch nicht von mir aus, das war von anderen Personen aus. Aber ist mir auch dann egal, Hauptsache wir haben gespielt. Und das war jetzt so 2019, so. Wir können jetzt mal weiter ins Jahr 2020 gehen. 2020, Anfang des Jahres, ja, Fortnite hat ein bisschen hier Winter-Event und so weiter, Silvester, Weihnachten und so weiter, bla bla bla, alles vorbei. War eine schöne Zeit. Und dann haben wir halt, dann habe ich angefangen mit Uncharted-Videos so privat, weil Uncharted war damals zu dem Zeitpunkt, die ganze Collection war gratis und da habe ich den ersten Teil, glaube ich, nur den, da habe ich nur den ersten Teil einmal durchgespielt und dann war es das eigentlich. Dann habe ich jahrelang nie wieder Uncharted gespielt, das war dann erst ab dem Let's Play. Die anderen Teile habe ich nie gespielt, dann habe ich das mit Tobi gemeinsam gespielt. Dann habe ich echt viel Zeit auch in Share, nicht in Share Factory, in Share Play verbracht. Also dann habe ich immer zugeschaut bei den anderen, was die so treiben. Die wollten immer, dass ich zuschaue. Dann habe ich halt gesagt, ja komm, ich schau mal zu. Ich meine, ich konnte jetzt nichts irgendwie von mir präsentieren, weil wir hatten ja einfach dieselben Spiele. Irgendein Spiel auf der PlayStation kaufe ich mir sehr ungerne. Weil die meisten so viel Geld kosten, da bist du auf Steam fast günstiger. Und da ist die Quali auch ein bisschen besser. Was ich aber gehabt habe dann, weil 12 Monate immer PS Plus, das gibt es aber mittlerweile auch nicht mehr, das gibt es jetzt dann, oder es gibt schon, aber irgendwie in verschiedenen Varianten, da gibt es irgendwie so komische Varianten, ich habe mir das gar nicht angeschaut noch. Und da gibt es irgendwie so ganz komische Deluxe-Varianten zum Beta-Testen und allem. Völlig verwirrend. Also 2020 Anfang war eine schön. Da war Tobi krank. Ende Februar oder Anfang März. Und dann kam mal Corona, ne? Kam mal die Welle. Dann hieß es, ja, in 2 Wochen müssen alle Schüler raus. Müssen alle Schüler raus und zu Hause Schule machen. So hieß es damals. Ja, dann hieß es ja, alle Schüler müssen das raus und alle nach Hause und alle in der Schule machen. So, dann war es schon, dann war es, dann hieß es nochmal 1 Woche und dann war es gleich. Dann war Freitag der 13. Tobi war nicht mehr hier seit 2 Wochen, weil er krank war. Da habe ich dann Tobi auch gar nicht mehr gesehen. Da waren wir zu Hause. Die ersten 2, 3 Wochen muss man wirklich sagen, war wirklich anstrengend. Da kam so bam, bam, bam alles rein. Eingeschossen. Dann war so eine Meeting-Konferenz. Wir hatten einmal ein Zoom-Meeting auf dem Tablet. Das habe ich sogar noch auf Video, nur halt ohne Ton. Aber ich habe das Video. Und da waren wir wie viele Leute, ich weiß nicht, da hat nicht jeder geredet, da war auch nicht jeder dabei. Aber wir wollten das einfach mal testen, wie das geht. Wir haben eigentlich, man muss wirklich so sagen, wir haben zu dem Zeitpunkt wirklich nur Sachen gesagt, so wirklich, wo wir jetzt, so was wir haben eigentlich in diesem Zoom-Meeting eigentlich fast nur mit Tobi, ich und Tobi hab da fast nur geredet, haben gesagt, Tobi, wann spielen wir dein PS4 so und ja, passt, läuft. Ja gut, ich trete einfach mal deiner Lobby bei in GTA. Beigetreten und einfach dann währenddessen gespielt und danach dann, also die Aufgaben waren meistens auch schon erledigt. Ich habe den so Montag, Dienstag, Mittwoch, teilweise auch, habe ich immer früh um 6 aufgestanden, Kaffee gemacht, gegessen was und dann gleich ins Zimmer und dann habe ich die ganzen Sachen einfach, die kamen schon, habe ich dann einfach schon alle durch erledigt und dann habe ich die restliche Woche immer so bis 10 oder 8 am Vormittag in der Früh geschlafen und dann habe ich halt einfach gezockt.
es gab nichts zu lernen, weil es gab keine Prüfungen, es gab nichts. Es hieß immer, ja, die Schule macht dann bald wieder auf. Dann hat sie nicht mehr aufgemacht und irgendwann, ja, auf jeden Fall, wir haben das einmal mit Zoom-Meeting so gemacht. Einmal haben wir so ein Zoom-Meeting gemacht, so ausprobiert, wie das läuft. Das war am 3. April 2020. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt, deswegen war 2019 oder Anfang 2020 so ein wirkliches, ja nicht cooles Jahr, aber es war anders, es war abwechslungsreich. 2019, ey, wir hatten eigentlich gut gefeiert, ne? Es war schön, es war kein Corona, es war nichts, es gab einfach alles, wirklich, es war einfach alles schön. Und das Jahr konnte man noch gut vollenden. Vor allem, wir hatten auch in Minecraft immer so schöne Ideen zu bauen. Wir haben zum Beispiel eine Karte gehabt, eine Minecraft-Karte, wo wir gedacht haben, wir bauen einfach ETS, also MCTS nenne ich es eher, in Minecraft nach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn das hier für eine Auffahrt? Wieso fährt man mit 30 da auf die Auffahrt? Ist der geisteskrank, will er sterben? Alter! Mann, ich brauche unbedingt hier irgendwo Schlafplatz. Hier ist nichts. Hier ist einfach gar nichts. Wollen die mich verarschen? Die können doch nicht hier einfach LKW-Fahrer sterben lassen. Na gut, hier. Kurz vor Madrid. Ja. Auf jeden Fall, wir hatten ja diese Minecraft-Karte halt und da mal MCTS, also ETS in Minecraft, das war eigentlich ziemlich cool. Wir haben da Leute einfach eingeladen, diese random Community-Partys, die mittlerweile sowas von eingeschränkt wurden, sind von Ende 2021, dass irgend so ein behinderter Typ bei der PS4 sich gedacht, wie wäre es, wenn wir keine Community-Partys mehr machen auf der PS4? Bam, zack, keine Community-Partys mehr, keine random Leute mehr in der Party gehabt. Und somit konnte man auch sowas auch dann immer schmeißen. Aber man konnte die Karte sowieso ohnehin schmeißen, weil es gab dann eine andere Situation, auf die ich dann gleich eingehen werde. Und zwar, wir hatten ja diese schöne Map, haben da random Leute eingeladen, haben eine eigene Community-Gruppe, glaube ich, mit mehr als 20, 30 Leuten drin gehabt. Und es ging echt ab, die Leute haben sich echt gefreut und wir haben da auch viel Spaß gehabt, wir haben da viel dran gebaut und da gibt es auch noch immer Videos. Und eines Tages kam, so, ich weiß es nicht mehr genau an welchem Tag, es war Ende November, Mitte November, kam eine Person rein, ein Mädchen, wo wir eigentlich schnell Kontakt gefunden haben, alle zusammen. Und sie hat auch GTA gespielt. Wir haben mal GTA, mal Minecraft gespielt. Und dann haben wir so in kurzer Zeit, wirklich, es war glaube ich 3 oder 4 Tage. Ich müsste sowas einmal mit Tobi eigentlich nochmal diese Story mal zusammen besprechen, weil er hätte wahrscheinlich, wir werden das eines Tages nochmal rewind nochmal, also nochmal wiederholen, das Ganze nochmal aufholen und aus seiner Perspektive erzählen. Aber das war so in einer kurzen Zeit. Wurde aus Freundschaft, der hat eine Beziehung. Ja, lässt mich nicht rein. Wurde aus Freundschaft wirklich Beziehung und das fanden zwei Personen, mit denen ich aktiv gespielt habe zu dem Zeitpunkt, kurze Zeit, zwei Tage lang nicht gut. Wiederum wurde dann wieder gesagt, dann gleich daraufhin, dass man extra ein Warum machen würde, wo Tobi mit anderen Kollegen von mir, Ex-Kollegen, zusammen in ein Team geht und ich mit dem Mädchen zusammen im Team gehe. Und dann wir zusammen gegen die beiden kämpfen. Und sie würden extra sterben, einfach nur damit wir dann uns freuen und dann
geistig zusammenkomme. Was aber nie stattgefunden hat, muss man auch dazu sagen. Es hat nie stattgefunden. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kam. Was ich weiß, zu dem Zeitpunkt, als ich diese Nachricht gelesen habe von Tobi, wir hatten eine eigene WhatsApp-Gruppe auch, wir hatten Nummer schon ausgetauscht. Und da war ich zu dem Zeitpunkt bei McDonald's, weiß ich. Dann habe ich auch diese Nachricht gelesen und ich habe gedacht, Leute, ich bin gerade nicht zu Hause, wir können das immer später machen. Tobi war dann außer 18, 19 Uhr nicht mehr zu Hause. Kam erst später und dann haben wir die Nachricht dann immer hin und her geschrieben und gesagt, wie machen wir das? Sollen wir das jetzt einfach denen sagen? Dann haben wir gesagt, ja gut, wir schreiben das einfach mal in die Gruppe rein und warten halt auf Reaktion. So, dann kam auch kleine Reaktion, war super alles und irgendwie war dann, wenn man, also irgendwie weiß ich nicht, irgendwie hat es den einen oder anderen nicht gepasst. Ich wurde einfach geblitzt, danke dafür. Für die zahlreichen Raststätten, die ihr habt. Nicht geblitzt wurde ich, aber ich wurde verwarnt. Wie auch immer das gehen soll. Ach komm, wir tanken mal. Machen wir gleich weiter. Stellen wir den Truck ab.